Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Blertbox von Capital Bra. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ja, Blert von Capital Bra. Wir sehen hier schon auf der Vorderseite der Box haben wir einen Sticker und auf diesem ist der Inhalt der Box aufgelistet. Also wir sehen hier limitierte Fanbox inklusive Album-CD, Instrumentals, Bonus-EP, DVD, Matroschka, T-Shirt, Sticker, 3 Stück, A1 Poster. Und dann haben wir hier auch noch einen FSK 16 Aufkleber, der uns verrät, dass es Filmmaterial gibt. Das wird dann wohl die DVD sein. Okay, wir werden das Ganze erstmals aus dem Plastik befreien und dann kommen wir zum Inhalt. Okay, anscheinend nicht. So. Ihr hört es schon leicht an meiner Stimme. Ich bin nicht ganz fit. Ich habe mir irgendwas eingefangen. Verkühlung, sein Vater. Deswegen auch die belegte Stimme. Wir sehen hier auf der Vorderseite Blert in kyrillischer Schrift. Das Ganze hier so in einer Spiegel, in so einer speziellen Druckvariante. Also das Ganze nur im Licht sichtbar. Hier oben lesen wir nochmal Capital Bra mit Blert Schriftzug. 3 Sternen. Und hier auf dem Cover sehen wir Capital, der gerade von einem Polizisten, wahrscheinlich in Berlin, festgenommen wird. Hier sehen wir ein paar Pakete mit diversem Inhalt, eine Geldklammer, eine Sonnenbrille, 3 verschiedene Gucci-Caps und Capital mit Putin-Ukraine-Dress. Ansonsten die Box grau, auch hier wieder dieser Zierrahmen und diese 3 Sterne, man kann das halbwegs sehen. Rechts lesen wir nochmal Blert Capital Bra. Oben nochmal die 3 Sterne. Und auf der linken Seite lesen wir Team Kuku, ebenfalls wieder Glanzoptik, allerdings diesmal nur 1 Stern, AKF auf keinen Fall und ein Barcode. Auf der Rückseite nochmals aufgelistet der Inhalt, den wir schon vom Sticker kennen und hier noch die Credits. Und auch hier wieder in dieser Glanzoptik der Schriftzug und die 3 Sterne. Okay, dann kommen wir zum Inhalt, genug über die Box geredet. Wir haben hier einmal die Bonus-EP, die DVD, das Album an sich, Team Kuku Aufkleber, Sticker, 2x, 3x, also wir haben insgesamt 3 Sticker, das T-Shirt, okay, Papes, die Matroschka, und ein Poster. Bin ich nur etwas verwirrt, weil denke ich mir noch, die Papes waren hier gar nicht aufgelistet. Okay. Ich schätze mal, die sind bei euch genauso drin. Egal. Wir fangen an mit dem Album an sich. Schauen wir nochmal, wo wir das Ganze am besten öffnen. Das Album ist verschweißt, die DVD und die Bonus-EP sind es nicht. Also, das Cover kennen wir bereits, ähnlich wie auf dem Boxcover, auch hier wieder Capital am Boden liegend, frisch nach der Verhaftung. Team Kuku lesen wir hier in blau und gelb. Und auf der Rückseite haben wir die Tracks aufgelistet, 15 Stück. Wir haben Features von Jesus, Sido, UFO361, Olexesh, King Khalil, Gringo, AK außer Kontrolle, Raf Kamora und Yoshimitsu. Also jede Menge hochwertige Features. Und wir haben CD2 mit den Instrumentals. Meine Favoritentracks bislang nach zweimaligem Durchhören sind Nummer 2, Wie alles begann,
und Bra macht die AK mit AK außer Kontrolle. Dann haben wir das Booklet. Schauen wir gleich mal hinein, wenn wir es rausbekommen. So. Cover kennen wir. Okay, das Booklet ist wie ein Mini-Poster. Also auf dieser Seite lesen wir Capital Bra Bliat. Hier einige Fotos, Eindrücke aus Capitals Leben. Und hier auf der Rückseite, auf der anderen Seite, haben wir hier einmal die Credits. Leider echt schwer zu lesen hier, blau auf gelb. Dann haben wir hier Bliat Capital Bra. Und hier nochmal Cover bzw. Rückseite. Kann man natürlich auch als Poster verwenden. Ich werde das Ganze wieder als Booklet in die CD geben, in die Hülle. Das Album in Gelb und Blau gestaltet, also alles sehr in diesen Farben der Ukraine vom Design. Und dann haben wir natürlich noch auf der Rückseite CD2, diese beinhaltet die Instrumentals. Hier sehen wir nochmal Capital mit seinem Ukraine-Putin-Dress. Gerade am Geld zählen. Dann haben wir die Bonus-EP. So sieht das Ganze aus. 5 Tracks, habe ich ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Features von Kim Khalil, Dardan, Yoshimitsu und dann nochmal K.A., Kim Khalil und Dudi. Okay. Also, 4 neue Tracks und ein Remix, Mademoiselle Remix. Dann haben wir noch die Credits. Die CD ebenfalls in Gelb und Blau gehalten. Bonus-EP lesen wir hier. So sieht das aus. Dann haben wir die DVD. Auch hier wieder das Cover inklusive FSK 16. Leider kein Sticker, sondern aufgedruckt. Live-Konzert. Dürfte wohl das Live-Konzert in Berlin gewesen sein, mit der 187 Straßenbande, gelb und blau, oder mit AK, weiß jetzt gar nicht, ich habe in die DVD noch nicht reingeschaut, ich gehe mal stark davon aus, entweder die Tour mit AK oder mit 187, je nachdem. Dann haben wir 3 Sticker, einen quadratischen, mehr oder weniger das Cover, einen in gelb und blau in rund, also in Kreisform, Capital Bra Bliat. Und dann haben wir noch einen Team Kuku Sticker in Blau und Gelb in quadratischer Form. Ja, dann haben wir hier die Papes bzw. Tipps. Ich glaube, jeder weiß, was damit zu tun ist. Ich bin kein großer Fan davon, aber jeder ist natürlich für sich selbst verantwortlich. Dann haben wir hier in diesem kleinen Karton die Matroschka-Figur, Putin Nummer 7 und hier, das soll wohl Kapital sein. Alter. Die Figur ist irgendwie extrem rutschig und ich krieg sie ehrlich gesagt nicht auf. Also, ich weiß, dass sie innen hohl ist. Sie ist aus Holz. Aber ich krieg's jetzt echt beim besten Willen nicht auf. Schaue ich nochmal kurz, wenn ich dann das T-Shirt herzeige, dass ich die dann mal öffne. Wir kommen noch zum Poster. So sieht das Poster aus. Capital wieder in Ukraine-Dress, wie er hier abgeführt wird von der Polizei. Und hier oben lesen wir noch den gelben Schriftzug Capital Bra mit 3 Sternen. Das Ganze im Hochformat, einseitig bedruckt. Und dann haben wir als letzten Boxbestandteil dieses T-Shirt. In Gelb. Ich muss ehrlich sagen, das ist das allererste Kleidungsstück in meinem Schrank.
in Gelb. Ich bin kein großer Fan von gelben Sachen. Ja, aber nachdem die Ukraine nun mal Gelb und Blau als ihre Farben hat, macht das durchaus Sinn. Also, wir lesen hier Kapital, Bra, drei Sterne und wieder Bliat. Und hier in kyrillischer Schrift nochmal das Wort. Und auf der Rückseite, das ist echt geil gemacht, haben wir die Nummer 7 und Putin stehen. Also, er hat sich auch schon öfter als Deutschraps Wladimir Putin bezeichnet. Backprint sieht gut aus, also wie so ein Trikot, wie ein Fußballtrikot, allerdings halt in T-Shirt-Form. Wir haben es zu tun mit Gilden Heavy Cotton in der Größe L, made in Nicaragua und das Ganze aus 100% Baumwolle. Schauen wir uns nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier im oberen Brustbereich den Schriftzug Capital Bra, die drei Sterne und dann Bliat. Und darunter dann in kyrillischen Schriftzeichen das Ganze nochmal größer quer über die Brust. Ansonsten das T-Shirt glatt gelb und auf der Rückseite eben der besprochene Putin-Schriftzug und die Nummer 7. Das ist sehr, sehr eigenwillig, was sehr Spezielles vom Design her, aber kann man auf jeden Fall anziehen. So, und mittlerweile ist es mir auch gelungen, die Matroschka zu öffnen. Also, wie gesagt, komplett aus Holz das Ganze. Und da kann man natürlich dann Sachen darin verstecken. Ich kenne das aus meiner Kindheit, dass man da noch kleinere Figuren drin hat, dass immer dann noch eine weitere drin ist. Die ist jetzt leider hohl, aber ja, wie gesagt, genug Platz, um irgendwas darin zu verstecken. Gut, und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, die Matroschka-Figur aus Holz, diese Papes und Filter-Tipps, die drei Sticker, einer quadratisch, einer in Kreisform und noch einer quadratisch, die Live-DVD, die Bonus-EP, beide in einer Papphülle, das Album an sich, inklusive der Instrumentals und das große Poster im Hochformat. Das alles in dieser wunderbaren Box, Bliat von Capital Bra. Und mich würde natürlich wie immer interessieren, was haltet ihr von dem Album, was haltet ihr von der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Capital unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.